Ja, Kevin Kuhn, herzliche Gratulation. Ja, wie ist der Rennen gelaufen aus deiner Sicht? Ja, danke. Ist echt sehr gut gelaufen. Ja, mit dem Sieg läuft es immer gut. Nein, ich habe mich eigentlich gut gefühlt am Anfang, von Anfang an. Die ersten drei Runden sehr gut gefühlt. Und nachher habe ich gedacht, ja, ich probiere etwas. Weil ich mir wirklich denke, ich kann schneller. Dann, als ich attackiert habe, habe ich schon gemerkt, ja, bin ich am Limit oder sogar ein bisschen drüber gewesen. Darum, ja, dann ist es ein bisschen hart geworden, aber nachher habe ich mich ziemlich schnell erholt und dann ein gutes Tempo gefunden und konnte durchziehen bis zum Ziel. Kannst du vielleicht den Moment beschreiben, wo du gegangen bist? Ja, ich bin eben drei Runden habe ich probiert, möglichst am Hinterrad zu fahren. Dann habe ich mich gut gefühlt und dann habe ich super Attacke gesetzt. Dann ist das Loch aufgegangen, aber lang, etwa 10 Sekunden gewesen und ich glaube beide haben ein bisschen gelitten. Aber nachher ist es gut aufgegangen, ja. Wie war der Parcours? Ja, spannend mit dem Wetter. Es war ein bisschen Regen angesagt und ein bisschen, dann doch nicht. Darum war es mit der Reifenwahl ein bisschen schwierig gewesen. Zum Teil ein bisschen rutschig, aber hat sehr Spass gemacht, vor allem erstes Rennen. Es ist immer cool, wieder auf einer Querstrecke zu fahren.